Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Classics unter Sternen auf der Freilichtbühne. Ein Schritt in die Normalität und Depeche Mode-Fans treffen sich an der Göltstahlbrücke. Tagaktuell, das regionale Abendmagazin. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Tagaktuell vom Dienstag. Eigentlich stand ja fest, dass Classics unter Sternen am 4. Juli als Drive-In-Edition auf dem Flugplatz in Zwickau stattfinden sollte. Aufgrund der weiteren Lockerungen wird es Veranstalter Graus Event nunmehr möglich, die 17. Auflage des beliebten Events vor Publikum stattfinden zu lassen. Um die Medienvertreter darüber zu informieren, fand heute eine Pressekonferenz am Veranstaltungsort statt. Schnell auf sich verändernde Situationen reagieren, das ist die große Kunst in Zeiten von Covid-19. Hieß es noch vor rund 4 Wochen, Classics unter Sternen findet in diesem Jahr auf dem Zwickauer Flugplatz in der Art eines Autokinos statt, wird nun alles ganz anders. Wir haben vor 3 Tagen noch haben wir ein Hygienekonzept eingereicht beim Gesundheitsamt, was wir heute Morgen bewilligt bekommen haben und uns somit auch die Möglichkeit eröffnet, die Veranstaltung am 4. Juli hier stattfinden zu lassen. Darüber sind wir sehr glücklich, sehr, sehr glücklich und hoffen, dass alle, die bisher ihre Karten erworben haben, auch kommen und wir hier gemeinsam, sage ich mal, einen schönen Abend verleben. Was werden die besonderen Herausforderungen? Das Sicherheitskonzept steht ja trotzdem. Was kommt da auf euch zu? Ja, ich denke, der Personalaufwand ist sicherlich intensiver an dem Arm. Die Abstandsregeln, das ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema, müssen eingehalten werden. Aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir das alle gemeinsam stemmen werden und, wie gesagt, einen schönen Abend verleben. Es wird keine Pause geben und trotzdem Catering? Catering wird es geben. Auch das Thema Pause ist noch nicht zu Ende besprochen, auch unter Umständen und Einhaltung der Hygieneregeln, die erforderlich sind, ist das sicherlich noch ein Thema. Es war ja das Konzert damals noch am Flugplatz mit SK5 geplant, das entfällt. Das muss leider entfallen, ja, auch aufgrund der Örtlichkeit. Und wir bedauern das sehr und hoffen, dass wir das vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nachholen können. Apropos späterer Zeitpunkt, Classics unter Sternen, ist das schon in Planung fürs kommende Jahr? Ja, also die Planungen laufen. Wir adaptieren das Programm eigentlich von diesem Jahr aufs nächste Jahr. Freuen uns auf den 10. Juli 2021 und hoffentlich dann mit einem großen Orchester, mit vielen Solisten und wir sind da, der Vorverkauf, glaube ich, startet am Donnerstag. Ihr seid ja immer ein Garant dafür in der Regel, dass das Wetter schön ist. Wir sind ja jetzt dann wieder unter freiem Himmel zu Classics, also wünschen wir uns alle, dass wir herrliches Wetter haben. Das wünschen wir uns alle und ich denke, nach dieser langen Zeit mit vielen Entbehrungen und viel um die Ecke denken, wie du es schon gesagt hast, wäre uns das allen zu wünschen und dann beschließen wir den Abend mit einem großen Feuerwerk und als emotionalen Abschluss und das freut uns sehr. Der Mann, dem die musikalische Leitung von Classics unter Sternen obliegt, hat seinen Humor auch in diesen Zeiten nicht verloren und freut sich ebenfalls, dass das Event nun an diesem Veranstaltungsort und in dieser Form stattfindet. Erstmal freuen wir uns über den direkten Kontakt zum Publikum. Ohne Frontscheibe, nicht, dazwischen. Das ist schon mal schön. Natürlich ist es hier dann wieder anders, weil wir die Lautsprecheranlage haben, die PA, die aufgebaut werden muss. Und wir müssen uns natürlich akustisch dann nochmal darauf neu wieder einstellen. Das wäre beim Autokonzert sehr, sehr schön gewesen für uns, weil ja über die Autoradios dann der Klang wirklich ganz pur gesendet wird. Aber wenn man es gegeneinander abwägt, ist es natürlich viel schöner, wenn wir den direkten Kontakt haben. Also ich kann auch die Leute verstehen, Helge Schneider, der sagt so, ich trete doch nicht vor Leuten mit Maske auf. Ne? Ich meine, das wird hier auch nicht mit Maske sein, aber die Leute, die einfach sagen, ich brauche diesen ganz direkten Kontakt und wir freuen uns, dass wir den dann haben.
Zwickau spielt ja, wenn man sich in Deutschland umschaut, doch irgendwie eine Vorreiterrolle in Sachen Kultur. Ja, also wir haben gerade darüber gesprochen, also dass auch sogar in der Veranstalterbranche scheinbar das auch eine Vorreiterrolle spielt. Und ich finde, für die Größe der Stadt und für die Größe unseres Theaters auch, was wir jetzt so auch mitmachen, dieses Hin und Her natürlich, ne, das ist ja, niemand hat da Schuld, sondern wir wollen einfach spielen und wir lassen nicht los, ja. Wir geben nicht auf. So, und ich finde das schon sehr, sehr schön. Wir machen da wirklich viel, viel mehr als andere Häuser, als größere Häuser. Und dass wir hier so einen Partner haben, der dann genauso einfach die Wellen brechen möchte, das ist schön. Ja. Mit wie vielen Kollegen wirst du dann auf der Bühne stehen? Na, es werden insgesamt wir so 20 Musiker. Sänger sind es insgesamt 10, aber nie alle zusammen. Wir verteilen das dann, es wird schön. Also die werden sich auch abwechseln, auch Duette und so weiter. Dann gibt es noch 2 junge Solisten vom Konservatorium. Freue ich mich darüber, dass das jetzt auch noch so kurzfristig geklappt hat, dass wir die mit einbauen können. Ja, es wird, wir haben halt auch unsere Abstandsregeln und Gesetze und die sind beim Musizieren und beim Singen noch mal viel, viel, viel strenger als im normalen Leben. Und ja, wir werden das mit der Bühne, glaube ich, ganz schön zaubern, dass man eigentlich nicht das Gefühl hat, dass es mickrig ist. Wer Classics unter Sternen kennt, da gibt es ja immer so diese Gänsehautmomente pur. Ja. Wird das auch diesmal so sein? Ja, besonders dieses Mal. Also wir gehen ja mit dem Programm, das hatte ich auch schon für den Flugplatz gesagt, einfach aus der Situation heraus, wie, sag ich jetzt mal, wo steht die Welt so momentan, nicht? Also wie ist unser Gefühl auch als Weltbürger, was treibt uns um, nicht? Und wir haben, glaube ich, alle gerade nicht das Bedürfnis, richtig fett Party zu machen, ne? Also, sondern wir möchten gerne wieder zusammen sein, wir möchten Dinge erleben, aber uns steckt das natürlich alles nach wie vor in den Knochen und so. Und deswegen haben wir uns auf dem Programm eigentlich geeinigt, dass wir sagen, wir wollen relativ pathetisch an die Sache rangehen, ganz viel Herz, ganz viel Gefühl, große Balladen, also Heal the World, Michael Jackson, so als, sag ich mal, als Beispiel, aber es kommen noch ein paar andere ganz, ganz tolle Sachen und es wird auch klassische Musik geben. Es soll die Leute ganz positiv mitnehmen, aber es ist vielleicht jetzt dieses Jahr mal nicht so zum Ausflippen. Ein Novum in diesem Jahr ist die Moderatorin des Abends. Tina Wojnowski von Radio Zwickau ist vielen von Ihnen sicher keine Unbekannte. Ich freue mich sehr drauf. Ich habe vor vielen Jahren damals auf dem Brückenberg noch gestartet mit meiner größten Moderation eigentlich damals und war total aufgeregt und habe damit eigentlich so ein bisschen gelernt umzugehen. Und jetzt freue ich mich halt, dass Kraus Event mich gefragt hat, dass ich das hier machen darf. Ist einfach, ja, toll, weil vor allen Dingen jeder sehnt sich so ein bisschen nach Veranstaltungen, nach einfach ein bisschen Kultur und wir in Zwickau sollten da einfach vorne weggehen. Dann freuen wir uns ganz sehr auf dich. Alles Gute. Dankeschön. Was wäre Classics unter Sternen ohne Partner und Sponsoren? So freut man sich auch seitens des Hauptsponsors der Sparkasse Zwickau, dass das Event, wenn auch in abgespeckter Form, stattfindet. Ich bin froh, dass es stattfindet, weil es ein positives Zeichen in der Zeit ist. Natürlich erleben viele Lockerungen, aber das Schöne ist, dass es auch spürbar wird. Na klar, können wir nicht mehr in der Größendimension wie bisher feiern, aber ich denke, es wird ein tolles Konzert und was Matthias Kraus und Simon Schniebel auf die Beine stellen, gemeinsam mit Leo Siberski, es hat Hand und Fuß und ich freue mich, viele Gesichter hier dann am 4. Juli sehen zu können. Dann dürfte dem Gelingen der 17. Auflage von Classics unter Sternen wohl nichts mehr im Wege stehen und wir werden sehen, wie dieser neue Veranstaltungsort bei den Besuchern ankommen wird. Bis im Juli! Seit einer Woche ist die alte Reichenbacher Straße im Bereich zwischen Dr. Friedrich-Wolf-Straße und Löberingstraße voll gesperrt. Gesperrt ist auch der Einmündungsbereich Kurze Straße, alte Reichenbacher Straße. Die Zufahrt zur Kurze Straße ist dann nur über die Löberingstraße möglich. Der Bereich zwischen äußerer Reichenbacher Straße und Kreuzung Dr. Friedrich-Wolf-Straße ist freigegeben. Die grundlegende Sanierung wird bis voraussichtlich 24. Juli abgeschlossen sein. Werbung.
Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung. Alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Care Service Treitschke. Wir sind in Zeiten von Corona für Sie da und produzieren wiederverwendbare Nasen- und Gesichtsmasken. Alle weiteren Infos erfragen Sie bitte in unserer Zentrale. Home Care Service Treitschke. In Zeiten von Corona Ihr zuverlässiger Partner. Nein. Nein. Ja! Öfter mal abschalten. Der Citroën C5 Aircross SUV. Ab 199 Euro im Monat leasen. Citroën. Jetzt auch der Citroën C3 Aircross SUV. Ab 109 Euro im 0% Leasing. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS in Zwickau und im Autohaus Fröbelplatz in Auerbach. Ich bin der Christian und ich finde das Hammer-Gym einfach auch Hammer. Und hier kann man mega viel trainieren und einfach auch geil hier. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Ihr Partner für Qualitätsfitness. Wir, das Laufwerk, bieten ab sofort alle unsere Leistungen ohne Aufzahlung während der Corona-Krise im Hausbesuch an. Vor allem für Risikogruppen, also ältere Personen und Personen mit kritischen Vorerkrankungen. Auf unserer Fußambulanz haben wir alle technischen Voraussetzungen, um Sie vor Ort versorgen zu können. Vom Fußscan bis zur Anpassung von Einlagen, Maßschuhen, Abänderungen an Schuhwerk und Ausliefern von Verbandsschuhen und Bandagen. Diesen Service bieten wir natürlich nicht nur für Privatpersonen, sondern auch für Altenheime, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser, besonders auch für müde Füße unserer Ärzte und Pflegekräfte. Auch Patienten, welche noch kein Rezept vom Arzt haben, beraten wir gern. Informationen erhalten Sie unter den eingeblendeten Kontaktdaten. Die Corona-Krise ist noch nicht überstanden, doch mehren sich jetzt deutlich die Schritte zurück in die Normalität. Die Einschränkungen nehmen deutlich ab und die Menschen sind dankbar dafür. Nicht anders ist das im vogtländischen Reichenbach. Seit Montag
hat das Rathaus wieder für die Bürgerinnen und Bürger regelmäßig geöffnet. Im Rahmen der Öffnungszeiten können Sie also wieder die Mitarbeiter der Stadtverwaltung an ihren Arbeitsplätzen besuchen. Die Einschränkungen mit Einbahnstraßensystem, Abholung an der Tür, Registrierung an der Pforte, das ist alles Vergangenheit. Die Corona-Schutzbestimmungen sind entsprechend gelockert worden und wir können also unsere Dienstleistung wieder vollumfänglich unseren Bürgerinnen und Bürgern anbieten. Eine bei den Reichenbachern sehr beliebte Einrichtung im Rathausgebäude geht ebenfalls in den Regelbetrieb. Ja, wir sind hier in der Jürgen-Fuchs-Bibliothek, unserer Stadtbibliothek, die auch seit Montag jetzt wieder in den Regelbetrieb zurückgegangen ist. Wir hatten vorher ein Einbahnstraßensystem, verschiedene Ein- und Ausgänge, sodass die Kundenbewegungen hier gesteuert werden konnten. Auch Begrenzungen zu den Aufenthalten hier in der Bibliothek. Das ist jetzt alles Vergangenheit. Wir freuen uns nun, also auch unsere Bibliothekskunden, unsere Leserinnen und Leser wieder vollumfänglich hier bedienen zu können und freuen uns natürlich auch, wenn sie uns besuchen werden. Aller guten Dinge sind drei. In der vergangenen Stadtratssitzung ging es unter anderem auch um die Bade- und Entgeltordnung während der Corona-Zeit. Das Freibad wird am 13. Juni wieder eröffnet. Wir werden einen Zwei-Schicht-Betrieb haben. Wir werden Vormittags- und Nachmittagstickets anbieten, um also so viel wie möglich Reichenbachern und Gästen auch zu ermöglichen, das Bad zu besuchen. Das Hygienekonzept hat vorgesehen, dass wir also maximal 550 Personen in das Bad lassen können. Das heißt, im Zwei-Schicht-Betrieb würde das bedeuten, dass 1100 Reichenbacherinnen und Reichenbacher oder auch Gäste in den Genuss kommen, den Badebetrieb zu genießen, wie gesagt. Und ja, wir freuen uns also auf schönes Wetter am Wochenende, das soll es ja werden, und dass wir dann also richtig kräftig durchstarten können mit unserem Freibad. Depeche Mode war die Band der 80er und sie ist bis heute mit über 100 Millionen verkauften Tonträgern eine der erfolgreichsten Bands der Welt. Zu ihren Hochzeiten in den 80ern war die Band für Fans aus dem Osten praktisch unerreichbar. Dennoch entwickelte sich hier eine beachtliche Fangemeinde. Mit diesem Thema beschäftigten sich Sascha Lange und Dennis Burmeister in einem interessanten Buch mit dem Titel Behind the Wall – Depeche Mode – Fankultur in der DDR. Das Buch und ein Film waren Sonntagabend Gegenstand einer Veranstaltung im Kultur- und Autokino Göldstahlbrücke in Netzschkau. Schnell füllte sich der Platz vor der Göldstahlbrücke am Sonntagabend und wie man sehen kann, kamen die Fans nicht nur aus der Region. Ja, ihr kommt aus Thüringen, aus Tölnroda, ist das richtig? Ja. Woher kommen aus Wilke-Haslau? Aus Wilke-Haslau? Mhm, genau. Ja, und warum kommt ihr hierher zur Göldstahlbrücke? Weil ich eine ganze Kindheit mit Depeche Mode verbracht hat. Und weil meine Mama mich damit angesteckt hat. Wir haben nur hoffen, dass wir uns heute mal einen schönen Abend machen, hier im Kino, mal wieder raus. Also wir kommen aus Hamburg und haben gehört, dass hier an der Göldstahlbrücke super Autokino ist mit Depeche Mode. Und haben wir gedacht, fahren wir mal hin. Das ist ja der Hammer. Und eingefleischte Depeche Mode-Fans logischerweise. Na, ja, selbstverständlich. Wir sind hier, um uns den Film anzugucken und die Lesung. Okay. Weil wir alles von Depeche Mode angucken. Ne? Waren wir auf 5 Depeche Mode-Konzerten gewesen innerhalb von Deutschland. Das vermisst man schon, oder? Ja. Lieblingstitel von euch beiden? Also ich finde Never Let Me Down, finde ich halt immer so der Klassiker bei so einem Live-Konzert, der halt alle Millionen mit sich reißt. Und da bin ich immer echt total begeistert. Walking in My Shoes. Alle. 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 Alle sagen alle. Ja. Kein Spezieller hier? Nee. Auch nicht? Nee. Wenn man Depeche Mode hört, dann denkt man so an, also dann geht gleich ein Feuer im Herz auf. Besser kann man es kaum beschreiben. Depeche Mode lebt weiter. Aber das Thema an diesem Abend war ein anderes. Kommen wir zurück zum Buch. Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich habe es nämlich noch nie in meinem Leben geschafft, die Göldstahlbrücke mal zu sehen. Einer der Autoren war zu der Lesung gekommen, Sascha Lange. Sascha Lange ist ein mittlerweile 48-jähriger Leipziger, der seit 20 Jahren unter anderem auch Historiker für Jugendkulturen ist und in den 80ern ein begeisterter Depeche Mode-Fan gewesen ist. Und deswegen habe ich mit meinem Freund und Kollegen Dennis Burmeister vor 3 Jahren das Buch Behind the Wall – Depeche Mode-Fankultur in der DDR verfasst. Sascha Lange hat mit Dennis Burmeister bereits 2013 ein Buch verfasst.
Depeche Mode Monument, und wir haben festgestellt, dass es noch sehr viele Geschichten über Depeche Mode Fans in der DDR gibt, und haben uns dann entschlossen, ein Buch zu machen, was nicht nur nostalgisch-ostalgisch ist, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass wir Dinge erzählen, wie eine Jugendkultur in den 80er Jahren entstanden ist in der DDR, und eben anhand von Depeche Mode, warum Depeche Mode so eine besondere Band in der DDR war, warum so viele junge Menschen diese Band lieben, und ich denke, vielleicht kommt auch raus, warum sie bis heute noch so viele Fans im Osten hat. Warum ist es so? Es hat natürlich viel damit zu tun, dass Westbands zu DDR-Zeiten natürlich immer gewisse Sehnsuchtsobjekte gewesen sind. Die waren ja doppelt unerreichbar. Sie waren unerreichbar, weil sie Superstars waren, und sie waren unerreichbar, weil sie im Westen waren. Und Depeche Mode hat halt mit ihrem Dresscode, mit ihrem Artwork, mit ihrer Musik, mit ihrem Tanz vielen Jugendlichen so eine Blaupause gegeben, so woran sie sich orientieren können. Hat sie natürlich auch zur eigenen Kreativität gebracht. Und das hat, glaube ich, dazu geführt, dass eben viele junge Menschen versucht haben, so wie die Bands auszusehen. Und so kam es dann dazu, dass sich überall so Depeche Mode-Fanklicken gebildet haben, quer durch die DDR. Und wie man heute auch sagen kann, das haben wir ja auch in dem Buch relativ akribisch versucht zu ermitteln. Das ist ja nicht nur einfach so ein Geschichtenbuch, sondern wir haben ja da durchaus auch richtige Recherchearbeit betrieben. Und man kann schon sagen, dass da Sachsen durchaus ein Schwerpunkt gewesen ist. In Zwickau gab es auch gleich zwei Fanclubs. Und das ist ja auch das Interessante, dass dieser Film, den wir im Anschluss an die Lesung zeigen bzw. gezeigt haben, dass der eine Depeche Mode Fanclique im Sommer 1989 begleitet und das zeigt. Film, sprich Autokino, das hat sich bewährt. Aber eine Lesung? Ein Versuch. Es ist ein Versuch. Und er ist geglückt. Nicht nur bei dieser Veranstaltung. Auch andere Lesungen bzw. Vorträge kamen beim Publikum gut an. Auch wenn es anfangs sicher ungewohnt ist. Ist das schön oder ist das eher ungewohnt? Ungewohnt, aber dennoch schön. Man genießt es, einfach mal wieder rauszukommen. Super. Dankeschön. Danke. Von allen Stellplätzen hat man gute Sicht auf Bühne und LED-Wand. Der Ton kommt in bester Qualität aus dem Autoradio, und natürlich ist auch für Verpflegung gesorgt. Das Buch ist inzwischen seit 2 Jahren auf dem Markt. Sascha Lange ist mit den Lesungen bundesweit unterwegs. Depeche Mode, Fankultur in der DDR, geht dieses Thema auch in den alten Bundesländern? Überraschenderweise genauso wie in den Ostdeutschen. Also das hat nicht nur was damit zu tun, dass in den Lesungen immer 10-20% frühere Ostdeutsche sind, sondern das hat auch wirklich was damit zu tun, dass die Leute feststellen, dass Jugendkulturen, dass die Depeche Mode-Fankultur in den 80er Jahren in Ost und West sich gar nicht so sehr voneinander unterschieden hat. So, das hat man damals vielleicht gar nicht so geahnt, aber es ist doch ziemlich nah. Und ich habe ja nun mit dem Buch über 40, 50 Lesungen gemacht, und eine der schönsten war kurioserweise in Wiesbaden, wo dort die Leute sehr empfänglich waren für diese Geschichten, auch für den Humor, den diese ganze Sache ja mit sich gebracht hat. Und das hat mir also nochmal deutlich gezeigt, dass es eben wirklich, also es ist nicht nur eine Geschichte von Ostfans, oder die Depeche Mode ist nicht nur eine Geschichte von Ost und West getrennt, sondern man hat schon da ganz deutlich gesehen, dass die Mauer in den Köpfen, gerade bei den jungen Leuten in den 80er Jahren, schon längst gefallen war. Auch an der Göldstahlbrücke gab es Reaktionen auf Lesung und Film. Das konnte man durch die Scheiben durchaus erkennen. Noch besser zum Ende der Veranstaltung am Lichthupenkonzert. Leider ist es die letzte Lesung. Sascha Lange setzte extra für Graus Event noch eine drauf. Aber natürlich können Sie das Buch kaufen. Das Buch ist im Handel erhältlich, kann man in jeder Buchhandlung bestellen. Depeche Mode, Behind the Wall, Sascha Lange, Dennis Burmeister, 30 Euro. Werbung. Für schnelles WLAN in jedem Zimmer muss man nicht gleich die Wände einreißen. Bei Pure gibt es Internet mit bis zu 400 Mbit pro Sekunde inklusive Fritzbox und WLAN-Verstärker. Ab monatlich 5 Euro. Jetzt auf pure.com.
In wenigen Wochen beginnt mein neuer Job. Den Umzug habe ich schon selbst geregelt. Und der Verkauf unseres Hauses war dank fachkundiger Hilfe ganz einfach. Immobilien sind unser Zuhause. Wenn Sie Ihre Immobilie verkaufen wollen, sind wir, das Immobiliencenter der Sparkasse Zwickau, der richtige Partner für Sie. Wie ermittle ich einen marktgerechten Preis, der nicht zu hoch und nicht zu niedrig ist? Wie finde ich heraus, ob der Interessent sich das Haus überhaupt leisten kann? Und wer kann mich bei all diesen wichtigen Fragen sinnvoll unterstützen? Verkaufen Sie keine Immobilie, bevor Sie mit uns gesprochen haben. Dank der Sparkasse Zwickau kann ich mich jetzt voll und ganz auf meinen neuen Job konzentrieren. Shoe Manufacture, das ist der Inbegriff von Orthopedics of Modern Art. Handwerks- und Meisterqualität in der dritten Generation zeichnen unsere Produkte aus. Ob Orthopädie oder moderne Technik, wir liefern weltweit auch über unseren Internetshop. Jetzt ganz neu speziell für Diabetiker, das neue Fußdruckmesssystem, welches die Anforderungen der Krankenkassen erfüllt. Außerdem halten wir speziell von Bauerfeind entwickelte Einlagensysteme, Bandagen und weitere Hilfsmittel für unsere Kunden vor. Der Meister steht Ihnen zu den Öffnungszeiten natürlich persönlich zur Verfügung. Shoe Manufacture, Ihr kompetenter Partner, wenn es um Ihre Fußgesundheit geht. Zwickau, Grimmitschauer Straße 30a, gleich gegenüber dem Hauptfriedhof. Um echt erfolgreich zu sein, da brauch ich Werbung. Gut gemacht muss sie sein und gar nicht teuer. Flyer und Briefpapier, auch meine Website. Für mich individuell, so kreativ, genau das, was ich brauch. Meiner Firma geht ja gut. Ich spür den Erfolg und daher sag ich: Werbung nur von Hogendorf. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Morgen erwartet uns ein komplett verregneter Tag. Das Thermometer erreicht gerade einmal 16 Grad. Auch am Donnerstag bleibt uns das wechselhafte Wetter erhalten. Immer wieder kann es regnen. Die Temperaturen klettern aber schon wieder auf 20 Grad. Am Freitag dürfen wir uns bei Höchstwerten um die 25 Grad dann auf einen perfekten Sommertag mit viel Sonne freuen. Am Wochenende wird es dann noch etwas wärmer. Bei Temperaturen nahe der 30-Grad-Marke kann es jedoch örtlich zu Gewittern kommen. Das war Tag aktuell vom Dienstag. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen angenehmen Abend und wir sehen uns dann morgen um 19 Uhr hier wieder. Bis dahin, ciao und tschüss.